No Man's Sky ist mittlerweile ein Monster von einem Spiel und die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Ich getraue mich nun rein und werde euch erzählen, was ich in 100 Tagen alles erlebt habe. Mein großes Ziel, den schönsten Planeten im gesamten Universum entdecken, dort eine prächtige Siedlung errichten und eine riesige Flotte mit einer fähigen Mannschaft um mich versammeln. Ob mir das in 100 Tagen gelingt, seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Multiwerkzeug und Minenlaser. Einsatzbereit. Meine Reise beginnt auf dem unbekannten Planeten Ramara im Itapri-System. Ohne Erinnerung und mit größtenteils defekter Ausrüstung sind wir nun gezwungen, einen Ausweg aus dieser unwirtlichen Umgebung zu finden. Scanner kritisch beschädigt. Sammle Ferritstaub für die Reparatur. Okay, wir müssen den Scanner reparieren. Was ist das denn? Können wir mittlerweile hier Viecher tamen? Geht das? Damit kann ich abbauen, ne? Ah, hier ist Ferritstaub. Zum Glück funktioniert unser Multitool-Abbauwerkzeug noch, damit wir unsere rudimentären Systeme wieder reparieren können. Reparieren, linke Maustaste. So, ist repariert. Technologie repariert. Der Scanner ermöglicht es uns, Substanzen wie Sauerstoff oder Natrium zu lokalisieren. Natrium wird benötigt, um unsere Lebenserhaltungssysteme aufzuladen, die uns vor der toxischen Atmosphäre schützen. Ist ja ein Viechern rumrennen, guckt mal. Der ist süß. Der sieht niedlich aus. Okay, das ist Natrium. Lade den Gefahrenschutz auf. So, hätten wir 65%. Das Jetpack ist ja cool, Anna. Und wir sind nicht die einzige intelligente Lebensform hier. Bereits nach wenigen Minuten fliegen die ersten Raumschiffe über unseren Kopf hinweg. Ey, es ist krass, wie viel Leben auf diesem Planeten ist, ey. Und das ist voll der toxische Planet, wo wir gerade uns befinden. Plötzlich fing mein Blick etwas Aufregendes ein. Ein glänzendes Objekt in der Ferne, das möglicherweise unsere Rettung von diesem Ort bedeutete. Oh, ist das unser Schiff da? Das wäre geil. Das sieht gut aus. Strahlende Säule BC1. Startschubdüsen offline. Impulsantrieb offline. Selbstgesteuerte Reparaturprotokolle eingeleitet. Könnte das etwa der Ausweg sein, nachdem wir gesucht haben? Als erstes müssen wir Impulsantrieb reparieren. Dafür brauchen wir eine Metallplatte. Dafür brauchen wir Ferrit. Eigentlich leicht zu finden, aber ich war komplett überwältigt von den ersten Stunden auf diesem Planeten. Überall gab es etwas zu entdecken und das hier ist nur ein düsterer Giftplanet. Ja, okay. Die Vielfalt an Planeten, die wir mit dem reparierten Raumschiff ansteuern könnten, wäre schier endlos. Jeder einzelne davon wäre einzigartig und faszinierend auf seine ganz eigene Weise. Metallplatten haben wir. Reparieren. Okay. Raumschiff schwer beschädigt, unverzichtbare Bestandteile fehlen. Um den Impulsantrieb vollständig zu aktivieren, fehlt uns noch ein hermetisches Siegel, was wir jedoch nicht selbst herstellen können. Aber das Schiff gibt uns Hinweise auf eine Karte mit Koordinaten in der Nähe. Überwältigt von der Situation folge ich diesen Anweisungen, ohne mich für das Warum oder das Wie zu interessieren. Mein einziges Ziel ist es, von hier fortzukommen. Okay, hier geben wir uns eine Planetenkarte. What the hell, Alan? Ja, es muss nochmal betont werden, ich erinnere mich an nichts. Ohne jegliche Erinnerung aufgewacht, stehe ich gleich zu Beginn vor einer Überflutung an Informationen und neuen Eindrücken. Und das Verrückte daran, das ist erst der Auftakt, die Einleitung. Okay, da müssen wir hin. Jo, kann ich mit dem Jetpack? Und ich habe Fallschaden bekommen, okay. Ich glaube, ich sollte an den ganzen Server erstmal vorbeilaufen, oder? Giftiger Regensturm nähert sich. Oh je, toxischer Sturm, Leute. Erster Ausflug. Fail. Okay, Giftschutz geht wieder hoch. Nachdem der Sturm sich gelegt hatte, begab ich mich langsam zu den Koordinaten des hermetischen Siegels, das für die Fertigstellung des Impulsantriebs entscheidend war. Während meiner Tour sammelte ich gleich noch Ressourcen, um mein Analysevisier zu aktivieren. Ah, hier Analysevisier. Dafür brauchen wir Kohlenstoff-Nanorohr. Ich habe eins. Installieren. Dieses Helmvisier ermöglicht es, wertvolle Daten über Pflanzen, Tiere und Mineralien zu gewinnen. Jetzt kann ich scannen, oder was? Schick. Es wird nicht nur helfen, diesen und die anderen Planeten besser zu verstehen, sondern wird uns auch durch den Verkauf der gewonnenen Analyseinformationen sehr viel Geld einbringen. Alter! Was ist dieses Spiel? Ich bin komplett überfordert.
Dieses Geld können wir dann später für verbesserte Ausrüstung, Schiffe und wie gesagt, vielleicht sogar für den Aufbau einer ganzen Flotte oder Siedlung verwenden. 40% Metallanteil, entdeckt vom Beam. Voll cool. Bei den Koordinaten angekommen, begab ich mich nun in diese verlassene Basis und konnte dort das hermetische Siegel bergen. Vorräte bergen. Hier ist das hermetische Siegel. Was ist das denn? Ein Drachenschwein. Und den hätte ich gerne. Guck mal. Metallplatte haben wir repariert. Hermetisches Siegel, das haben wir jetzt gerade aus der Base geholt. Technologie repariert. Alles klar. So, jetzt haben wir die Startschubdüse. Dafür brauchen wir 50 reines Ferrit. Für das reine Ferrit brauchen wir eine Raffinerie, welche Ferrit mit Hilfe von Kohlenstoff in reines Ferrit umwandeln kann. Gott sei Dank hatte ich schon alle Ressourcen dafür eingesammelt. Reines Ferrit. Machen wir so hier, Start. Okay. Startschubdüse. Reparieren. Raumschiff repariert, Startsysteme online. Wir hatten nun alles in die Wege geleitet und das Schiff müsste nun wieder funktionieren. Na gut. Ansicht wechseln. Ah, sehr cool. Na gut, dann würde ich sagen, wir verlassen mal den Planeten, ne? Ach krass, wie weit oben wir jetzt schon sind. Moment, ich würde mal runterfliegen. Die Wolken, Alter, wie geil. Ach, wie die von unten angeleuchtet werden. Wild. Warum auch immer. Ey, das ist schon ziemlich cool. Jetzt sind wir wieder auf dem Planeten. Eintritt in Atmosphäre. Okay, Boost aktiviert. Und jetzt verlassen wir den Planeten. Ah, okay. Verdorbener Planet. Ankunft in 30 Sekunden. Da waren wir eben. Pilzschimmel, Kupfer, Ammoniak, Kobalt. Das sind anscheinend die Hauptressourcen, ne? Den habe ich entdeckt, den Planet. Space gedrückt halten. Impulsantrieb testen. Okay. Okay. Mit C-Scan. Der sieht ja wild aus, der Planet. Sind wir von diesem da? Yo, das ist Ramara. Von hier sind wir gestartet. Frostkristall, Kupfer, Dioxid, Kobalt gibt's hier. Eisiger Planet. Nur mal kurz runterfliegen, nur mal gucken. Oh, da hinten, schaut mal, der blaue da. Wobei, das ist ein Mond, oder? Nee, das ist ein Planet. Das ist ein Planet. Okay, da machen wir danach hin, okay? Stopp! Wie cool ist das bitte gemacht, Alter? Dass das wirklich so ein nahtloser Übergang ist, ist übelst krass. Finde ich. Sind das Wolken da links? Ja. Willkommen auf dem ersten Eisplaneten. Trotz seiner Kälte ist er wunderschön. Hier planen wir, unser erstes kleines Zuhause zu errichten. Einfach nur ein kleiner Stützpunkt, von dem aus wir unsere Reise durch das Universum beginnen können. Uaristu. Boah, was ist das denn? Fliegende Mickey-Mäuse. Wow. Okay, das ist krass, weil der Planet ist halt einfach komplett anders. Planet ist voll schön, Alter. Da sind Vögel. Wohnprogramm wird gestartet. Wähle im Protokoll die Mission Terrainmanipulation aus. Baue Kupfer ab, um den Basiscomputer zu bauen. Zum Abbau von Kupfer benötigst du einen Terrainmanipulator. Das ist ein Upgrade für das Multiwerkzeug. Ja, und dafür brauchen wir zweimal Kohlenstoff-Nanorohr.
Rein damit. Okay, hätten wir. Was ist das da hinten? So langsam kalt, ne? So, Wärmeschutz wieder aktiviert. Was ist das denn? Sonna... Ach, die Namen, die sind wild, Alter. Das Geräusch ist ja schrecklich. Also, sie sind wunderschön, aber sie sind super nervig. Da hinten ist irgendwas Gold. Ich laufe nochmal kurz hin und gucke. Au. Oh nee, hier sind auch solche Dinge. Wow. Das ist jetzt Terraforming, oder? Woo! Silikatpulver. Das Terraforming ist ja übelst krass. Ja, easy. Jetzt können wir uns ja super einfach eine Höhle machen. Ich will mal ganz kurz dazu dem Goldenen dahin. Baum. Brauche ich keinen Scanner. Primärelement Kohlenstoff. Ja, damit. So, wir müssen aber Kupfer sammeln eigentlich. Reines Ferrit. Hier brauchen wir einen fortgeschrittenen Minenlaser, okay. Wahrscheinlich dafür auch, könnte ich mir vorstellen. Ah, das ist Kupfer. So, Terraforming-Modus ist an. Okay, wir gehen Kupfer rein. Der hat richtig Power. Guck mal, das Loch hab ich ganz alleine gemacht. Verarbeite Kupfer, um chromatisches Metall herzustellen. Setze eine Raffinerie mithilfe des Baumenüs, okay. Was ist denn das für eine gelbe Blume? Gelbe Blume. Kann ich die nicht auch benennen, wenn ich die nur als erstes entdecke irgendwie? Geht das nicht? Ich finde das schon ganz schön krass, wenn man bedenkt, dass dieser Planet random generiert wurde. Bin mal gespannt. Noch mehr Sauerstoff. Pilze. Wie krass verschieden die Planeten so von der Optik sein können, ey. So, Goodie. Dann bauen wir mal das Ding hin. Diese Raffinerie. Die Viecher nerven hart, Alter. Kohlenstoff muss man reinhauen. Und Kupfer rein. Hier. Okay, läuft. Fauna, Mineralien. Das sind die Tiere. Ja, das sind die Nervensägen hier. Umbenennen und hochladen. Nervensäge. So, die Nervensäge. Heute vom Beam entdeckt. Nervensäge wurde über dem tiefen Schnee und den eisigen Wäldern von Planet Oaristo entdeckt. Aber wo sind die gelbe Blume, die ich entdeckt habe? Basiscomputer. Ja, ich mach hier erstmal. Ich will mir das erstmal angucken, das Bausystem. Das ist cool gemacht, Mann. Beanspruchen. So, jetzt gehört das uns. Jetzt haben wir das geclaimed. Pläne extrahieren. Ah, jetzt kriegen wir wahrscheinlich Baupläne. Angewinkelte Bauholztür, Bauholzwand, Florabehälter, Bauholzflachter. Nice, nice, nice. Kamera ein, aus. Nice. Das ist cool. Es gibt auch Verkabelung. So, hier die Blumen, die sollen da bleiben. Boah, die Wiese verschwindet. Oh. So. Ich hoffe, ich habe genug Kohlenstoff dabei. Und jetzt kommt dieser doofe Sturm. Oh, es ist minus 81 Grad. Rein optisch wird uns auch sehr deutlich gemacht, dass es gerade kalt ist. Okay, alles gut. Oh, sieht das geil aus, Alter. Wollen wir unser Schiff neben unserer Base mal eben landen? Oh, da hinten ist, sind Blitze. Okay, ich lande mal wieder. So, Goodie, dann Holzfarm. Nachdem sich die erste Aufregung über den neuen Planeten gelegt hatte, entschloss ich mich nun endlich, unseren ersten kleinen Stützpunkt fertig zu bauen. Genau.
Warum hier noch so ein Ding, hier nur hier eine normale Holzwand? Genau. So, und jetzt braucht man ein Dach. Gerundetes Bauholzdach. Das würde ich gerne im Baumodus machen. B. Ja, voll gut, das ist angenehm. So, bumm. Bumm, bumm, bumm. So, wir haben eine geschlossene Base. Theoretisch. Temperatur stabilisiert sich. Oh, sieht das cool aus. 19 Grad haben wir hier. Angenehm. Sehr schön. Speichern und kartieren. Okay, wir haben Nanit erhalten. Nanit ist neben Units die zweite Währung und deutlich seltener. Hä, was ist das denn? Wofür genau Nanit benutzt wird, werde ich euch aber später erzählen. Wieso fliegen hier Blumen? Aufheben. So. Okay, cool. Fahrzeuge rufen. Man kann Fahrzeuge rufen. Exo-Fahrzeug. Och, nö. Es gibt Autos. Und andere Fahrzeuge. Als nächstes errichtete ich die Forschungsstation. Hier können wir erste grundlegende Technologien freischalten, wie etwa Stromgeneratoren oder Teleporter. Oh, es gibt ein Skill-Tree für Strukturen oder was? Basis-Teleporter-Modul. Da brauchen wir zweimal geborgene Daten dafür. Aktuell haben wir 0. Ah, hier, vergrabenes Technologiemodul. Besonders der Teleporter wäre von enormer Bedeutung, da er es uns ermöglichen würde, das Universum frei zu erkunden und jederzeit zu unserem ersten Stützpunkt zurückzukehren. Zumindest, bis wir einen schöneren Planeten finden und über die nötige Ausrüstung verfügen, um mehr als nur eine kleine Hütte zu errichten. Denn wie ihr wisst, ich hatte Großes vor und das hier könnte das Fundament für all meine Vorhaben sein. Hab's. Okay, die müssen wir jetzt in die Forschungsstation reintun. Okay, wir haben 2 geborgene Daten. Das heißt, wir können uns jetzt den Teleporter holen. Ich mache mich nun auf und sammle alle Ressourcen ein, die wir für das Basis-Teleporter-Modul benötigen. Währenddessen erkundete ich auch weiter den Eisplaneten, der ja vorerst unser Zuhause war. Ich würde mal dahinter gehen, das sieht auch interessant aus. Das sieht abgefahren aus. Frostwurz. Gefahrgut, Schutzhandschuhe erforderlich. Okay, den habe ich noch nicht. Ach krass, mit Kuh kann ich zuschlagen. Bäm, ganz schöner Punch, oder? Pass auf. Mehr herstellen. Ah, sehr geil. Und noch eine 4. bitte. So. Ich glaube, wir haben alles, um den Teleporter zu bauen, Leute. Basis-Teleporter-Modul. Der ist groß. Okay, hätten wir. Nicht genügend Strom. Erlerne den Biotreibstoffreaktor. Da brauchen wir aber wieder geborgene Daten. Ich machte mich nun auf die Suche nach weiterer verborgener Technologie für mehr geborgene Daten, um den Stromgenerator freizuschalten, damit wir den Teleporter betreiben können. Oh, hier, vergrabenes Technologiemodul. Genau das suchen wir doch, ne? Hab's gefunden. Irgendwie finde ich den Planeten voll geil. Auf jeden Fall viel, viel schöner als dieser toxische Planet, wo wir davor waren. Hier ist eine Höhle. Und die scheint nicht allzu klein zu sein. Überall auf dem Planeten stieß ich auf sogenannte Wissenssteine. Eine mir unbekannte Technologie, die mir bei Interaktion immer ein Wort aus der Sprache einer speziellen Alienrasse beibrachte. Wir haben das Korvax-Wort für Reisender genannt. Okay. Obwohl diese fremdartige Technologie mich etwas ängstigte, sammelte ich diesen Wissenszuwachs ein. Es könnte von Vorteil sein, die Sprache fremder Aliens zu erlernen, insbesondere wenn ich eine umfassende Flotte aufbauen möchte. So, und Modul Nummer 3. Wunderbar. Und jetzt Fahrzeuge rufen. Bums. Da ist es. Dann fliegen wir mal nach Hause. Wo war denn unser Zuhause? Ich weiß jetzt leider nicht, wie das Symbol ist. Da ist so ein Hamburger-Symbol. Der Hamburger ist unser Haus. Okay, cool.
Ah, das ist der Hamburger. Okay. Konstruktionsforschungsstation. Was mit dem Reaktor? Und jetzt die Verkabelung. Okay, wir können überall hinfliegen und ohne große Umwege direkt wieder nach Hause teleportieren. Also lasst das Erkunden beginnen. Ich fliege erstmal hoch. Ich will eigentlich erstmal zu dem blauen Planeten. Ich weiß nicht, ob das der da vorne schon ist. Das sieht aber aus wie so ein reiner Ozeanplanet, oder? Sind wir schon weit weg? Yo. Los geht's. Nadaba. Ist auf jeden Fall ein schöner Name. Mutierter Planet, oh. Okay, das klingt nicht so gut. Vielleicht ist er doch nicht so schön. Mal schauen. Okay, er ist irgendwie doch nicht so schön. Er sieht komisch aus. Das sieht total wild aus irgendwie. Ja, der ist ja wirklich nicht schön. Planet Nadaba. Eintritt in die Atmosphäre. Okay, wir sind da. Was ist das denn? Was ist das? Okay, der Planet ist auch noch verstrahlt. Und da hinten ist irgendein riesen Wurm. Ja, nichts wie weg hier. Mit diesen riesen Monsterwürmern möchte ich mich jetzt noch nicht befassen. Ich habe andere Pläne. Na gut, Leute. Wir machen zur Raumstation. Den lassen wir hinter uns. Hier ist nicht schön. Los geht's. Ganz danach aus. Willkommen auf der ersten Raumstation. Raumstationen sind in fast allen Sternsystemen des Universums zu finden und dienen als Handelszentrum, Missionsknotenpunkt und als Mittel, um via Teleporter zu bewohnbaren Basen zu reisen. Der Besuch einer Raumstation bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Kauf neuer Raumschiffe, das Aufrüsten oder Verschrotten von bestehenden Schiffen, die Aufrüstung von Multitools, den Handel mit Ressourcen und Upgrade-Modulen. Zudem können wir hier Gespräche mit anderen Piloten führen, unsere Sprachfähigkeiten verbessern, neue Crewmitglieder anheuern und Missionen erhalten, sofern unser Ruf entsprechend ist. Und man kann sich optisch auch etwas mehr nach seinen Bedürfnissen anpassen. Aussehensmodifikator? Kann ich da meine Farbe ändern? Nachdem ich meinen Klamotten einen neuen Anstrich verpasst habe, mache ich noch eine wichtige Entdeckung. Ah, hier, Anzug-Upgrade. Neuen Anzugplatz installieren. Okay, wir kriegen jetzt einen Slot mehr. Das ist etwas, was wir super gebrauchen können, da die Anzahl an Ressourcen, Gegenständen und Handelsgütern in diesem Universum schier endlos erscheint. Okay, Nanit ist super wichtig. Mit Nanit können wir Module erwerben, die nicht nur unser Multitool, sondern auch unseren Anzug, unser Schiff und die Exofahrzeuge erheblich verbessern und spezialisieren können. 159 Nanit haben wir erhalten. Okay, cool. Also wenn wir Sachen entdecken, können wir das dann für Nanit quasi die Entdeckung preisgeben. Mit diesen Modulen können wir beispielsweise ein Raumschiff bauen, das extrem weite Hyperraumsprünge ausführen oder im Kampf erheblichen Schaden anrichten kann. Ebenso können wir unseren Scanner so stark verbessern, dass wir durch Analyseinformationen 50.000% mehr Units verdienen können. Auch hier sind die Möglichkeiten einfach endlos, aber dafür benötigen wir sehr viel Nanit, um die Module kaufen zu können. Wir haben sogar schönes Wetter. In den folgenden Tagen sammelte ich weiterhin Ressourcen und suchte nach einem Weg, dieses Sternsystem zu verlassen. Wie konnte ich nochmal den Kreiskursor machen? Mit T. Ein Hyperantrieb war das letzte fehlende Puzzlestück, um mit unserem Schiff Warp-Geschwindigkeiten zu erreichen und zwischen benachbarten Systemen hin und her springen zu können.
Hyperantrieb, Lichtgeschwindigkeit, Warp-Antrieb. Für den Hyperantrieb benötigen wir Mikroprozessoren, die wir bisher nicht herstellen konnten. Also nutzte ich den Teleporter, um schnell zur Raumstation zu gelangen und mir dort die fehlenden Mikroprozessoren zu besorgen. Die Herstellung von chromatischem Metall durch die Weiterverarbeitung von Kupfer war eine recht simple Angelegenheit. Gut, jetzt brauchen wir nur noch chromatisches Metall. Machen wir dann wahrscheinlich hier, ne? Okay, wir brauchen Kupfer. Da ist Kobalt. Kupfer da hinten. Ich hoffe, ich habe mal Kohlenstoff. 675. 307, ja, okay, reicht easy. Okay, wir können Hyperantrieb herstellen. Um den Hyperantrieb betreiben zu können, fehlte uns allerdings noch die Antimaterie. Eine innere Eingebung führte mich zu einer verlassenen Alien-Basis, wo ich glücklicherweise das Rezept dafür finden konnte. Es stellte sich heraus, dass wir für die Antimaterie lediglich chromatisches Metall, dessen Basisressource Kupfer ist, und verdichteten Kohlenstoff benötigen, was wir ohne Probleme herstellen konnten. Das haben wir hier. Herstellen. Also aus Antimaterie und aus dem Gehäuse machen wir jetzt Warpzelle. Und jetzt kann ich die in den Hyperantrieb reinknallen. Technologie aufgeladen. Hätten wir. Fliege in den Weltraum, um die interstellaren Systeme zu testen. Okay. Was ist gerade ein Kackwetter? Hatten wir hier nicht irgendwo noch ein Gebäude? Da hinten, ja, hier, schaut mal da. Hier haben wir noch eine uralte Ruine. Da würde ich noch schnell hinmachen. Und ich will mal eben schießen. Linke Maustaste einfach, oder? Jo, alles klar. Es geht wirklich, Leute. Ich kann den Stuff abbauen mit dem Schiff. Moment mal eben. Brauchen wir jetzt 41 Minuten oder 41 Sekunden? Ich überlege gerade, ob ich nochmal den Orbit fliege, weil dann bin ich ja schneller. Ah, tschö. Okay, Moment. Wenn ich das hier als Ziel markiere, ist ja schon eigentlich. Da will ich hin. Jo, 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 stopp. Okay. So, 40 Minuten Zeitersparnis. Let's go. Ist das geil, Mann. Was ist denn das da hinten? Was bist du denn? Sehr cool. Okay, wenn wir rennen, hauen und... und gleichzeitig Jetpack machen, dann machen wir so eine Dächbewegung. Das ist voll geil, das sind wir voll schnell. Ich will nur gucken, was das hier ist. Maschine, beschädigt. Okay, wir sind da neat, let's go. Diese uralte Ruine führte mich zu einer alten Wächterkammer, in der wir unter anderem leuchtende Kugeln fanden, deren Funktion mir aber unbekannt war. Als Reisender und Entdecker ist mein Instinkt, alles Leuchtende aufzuheben und zu untersuchen. Was auch immer das ist. Eine supersymmetrische Partikelanhäufung. Ja, natürlich. Wow! Okay, das ist unsere erste Begegnung mit den sogenannten Wächtern, einer nicht-organischen Lebensform. Die greifen mich an, oder? Ja. Ihre Herkunft ist rätselhaft, aber sie scheinen auf fast jedem Planeten eingesetzt zu werden und agieren wie eine Art universelle Polizei. Ich merke ja gar keinen Schaden. Unabhängig von jeglichen Alienvölkern. Ah. Rein da. Nein. Oh, was für ein schlechtes Timing. Weg hier. Das ist ja übel. Wo kommen die denn jetzt hier plötzlich? Wächter suchen. Oh, wir brauchen unbedingt eine Waffe, womit wir Schaden machen, ey. Hä, hey, das wirkt so ein bisschen, als wäre das wie bei GTA oder so. Wächtereinheit deaktiviert. Okay, cool. Puh. Ah, das ist hier Jetpack Boost. Okay, muss ich mir mal merken, die blauen Pflanzen. Schon ganz schön cool.
So, dein Schiff wieder aufladen. Raumschiff, Start, Treibstoff. So. Technologie aufgeladen. Okay, alles klar. Hätten wir. Wissenstein. Lebensform haben wir das Wort gelernt. Schaut mal hier. Bevor wir endgültig dieses Sternsystem verlassen, entschied ich mich, eine Waffe herzustellen. Kupfer rein. Was geht's? Während unsere Ressourcen weiterverarbeitet wurden, stieß ich dann auch noch plötzlich auf eine kleine Überraschung. Höhlenkürbis. Ich meine, wir sind hier auf Ramara. Wow! Das ist ein eher trostloser Planet, als unsere Reise am ersten Tag begann. Und ich kann mir kaum vorstellen, welche unglaublichen Entdeckungen und Planeten wir dann erst im weiten Universum finden werden. Das sieht abgefahren aus, ey. Ich freue mich drauf, meine Ausrüstung, mein Raumschiff und Allianzen mit anderen Völkern auszubauen und hoffentlich einen wunderschönen Planeten zu entdecken, auf dem ich etwas Großes erschaffen kann. Jetzt haben wir theoretisch alles, um die Waffe herzustellen. Modifizieren. Blitzwerfer. Technologie installiert. Metall rein, Nano-Ohr rein. Fertig. Blitzwerfer? Nee, das bringe ich jetzt nicht übers Herz. Ich schieße einfach mal random. So ein bisschen rum. Okay, alles klar. Alles andere ist episch. Bevor wir in das nächste Sternsystem springen, wollte ich noch schnell in der Raumstation einige Materialien verkaufen und mit den 500 gesammelten Nanit konnte ich ein erstes richtig starkes Verbesserungsmodul erwerben. Das sieht geil aus. Ja, ich träume schon ein wenig groß, aber theoretisch könnte ich das alles besitzen. Das gefällt mir von der Optik. Mach ein Angebot. Das ist S-Klasse, das Schiff. S-Klasse, ich denke mal, das ist wie bei Dark Souls. Das ist bestimmt das Beste. Das sind die Sachen, die drin sind. Meins ist 3,4 Millionen Units wert. Seins 22,5 Millionen. Ich habe 140.000. Gut. Ach krass, wir können auch mehrere Schiffe haben. Kaufen und der Sammlung hinzufügen. Schaut mal. Aber wir haben nicht genug Geld. Ja, das ist hässlich. Das sieht auch geil aus von hinten. Schaut mal. Aber von der Seite sieht's kacke aus. Die Schiffe sind immer anders, je nach System, ey. Nach dem Verkaufen meiner überschüssigen Gegenstände habe ich dann noch versehentlich einen Alienbewohner bedroht. Ansehen verringert. Ein Geschenk anbieten, Korvax-Gehäuse. Okay, ich kann ihm das Korvax-Gehäuse schenken. Er nimmt mein Geschenk dankend an. Okay, wir haben unser Ansehen wieder verbessert, nachdem ich es verkackt habe und ihn bedroht habe. Und Technologiekaufmann. So, hier haben wir die Klasse. Das ist C. C ist wahrscheinlich das Schlechteste. Hier haben wir S. Scannermodul S. Dann holen wir jetzt hier, für fast alle Naniden, die wir haben, S-Klasse Scannermodul. Hier gibt es auch ein Minenlasermodul. Okay, das hole ich mir, glaube ich, als nächstes eventuell. Installieren. So. Ach krass, okay, also wir kriegen jetzt durch das Modul plus 7 bis 8000% höhere Belohnung, genau. Das Modul bedeutet also ungefähr 8000% mehr Units für einen Analysescan und das war nur ein einziges Modul. Und jetzt kriegen wir einen Bonus, nochmal. In der Raumstation erhielt ich dann noch einen Tipp, dass es auf Ramara eine belebte Alienbasis mit einem für mich interessanten Gegenstand geben könnte. Also entschied ich, meinen Sprung in das nächste Sternsystem auf den nächsten Tag zu verschieben und die Koordinaten zu dieser Basis zu besuchen. Tatsächlich fand ich dort ein besseres Multiwerkzeug zu einem sehr günstigen Preis. So, ich kaufe die jetzt, ich tausche das jetzt nicht aus, ne? Können wir das noch installieren? Ja. Okay, ey, das ist ja super abgefahren gemacht, aber dass du das so komplett durchmodden kannst. Wir können kletten? Wie cool ist das bitte? Wir können damit terraformen, mit diesem Manipulator-Modus. Ich kann auch wieder herstellen. Abbauen, erschaffen. Wie cool ist das bitte? Ja, und auf der Basis wies mich jemand darauf hin, dass mein Impulstreibstoff fast leer war. Das hätte ich fast übersehen. Glücklicherweise gibt es einen sehr einfachen und effektiven Weg, an Tritium zu gelangen, um den Impulsantrieb wieder aufzuladen. Was ist, wenn ich jetzt so ein Ding hier wegschieße? Passiert nichts, ne? Ach! Wir müssen einfach nur Asteroiden wegballern.
Okay, wir kriegen überall. Oh, wir haben sogar Silber bekommen. Impulsantrieb aufladen. Technologie aufgeladen. Oh, seht ihr die Blitze da? Ist jetzt hier ein Weltraumgewitter? Wie geil sieht das bitte aus, Mann? Aber wartet mal, das könnte meinem Raumschiff schaden, oder? Gold, wir haben das erste Mal Gold gefunden. Seht ihr gerade, wir haben einen Raketenwerfer? Bumm. Cool. Guck mal, der baut die gerade ab, Alter. Ist das geil, Mann. Das finde ich halt so krass, dass mittlerweile, egal wo man ist, ist Leben in der Bude, ey. Sei es jetzt auf dem Planeten oder im Weltraum. Der Hammer. Okay, dann würde ich mal sagen, wir warpen in ein anderes System. Galaxiekarte. So, wir sind aktuell Itabri. So heißt das System, wo wir uns gerade befinden. So, jetzt habe ich Robilti ausgewählt. Dann los. Das Fundament war endlich gelegt. Unsere Ausrüstung war rudimentär funktionsbereit und obwohl wir nur kleine Sprünge machen konnten, konnte unsere Entdeckungsreise endlich beginnen. Jetzt konnte ich endlich damit starten, meine Pläne in die Tat umzusetzen. Alter! Das bringt übelst viel. Schon wieder 23.000. Was ist das? Das ist doch ein Tier, oder? Da hinten ist auch eins. 100.000 Units. Let's go. Ist ja wie ein Busch oder so, aber es ist ein Tier. Was ist das bitte? Ey, aber ganz ehrlich, Leute, so ein Ding auf so einem Paradiesplaneten, dann da oben dann die Base bauen, würde ich übelst fühlen. Und wir haben über 1 Million Units. Das mit dem Scan, das Modul hat sich übelst gelohnt. Die haben eine Lampe auf... Meinen die machen wirklich Licht, wenn die da reingehen? Oh, die Höhle sieht ja auch geil aus. Guckt mal. Krass. Dank des Scanner-Modul-Upgrades begannen wir immer mehr Units zu sammeln. Nachdem wir nun offiziell Millionär waren, dauerte es nur wenige Stunden, bis sich die ersten Piraten bei uns meldeten und uns abziehen wollten. Okay, den hab ich. Hätten wir auch. Okay, easy. Ich stieß unerwartet auf mein erstes gestrandetes Schiff. Zwar nur eine C-Klasse, aber dennoch eine großartige zusätzliche Einnahmequelle. Impulsantrieb können wir reparieren. Technologie repariert. Und Startschubdüse müssen wir reparieren. So, das war's schon. Technologie Millionen Units bekommen wir. Das, meine Freunde, ist die Anomalie. Ein gewaltiger Hub, in dem alle Weltraumabenteurer, so wie du oder ich, aufeinandertreffen, gemeinsame Einsätze starten und miteinander handeln können. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, an Naniten zu gelangen, zum Beispiel durch das Preisgeben von Entdeckung oder das Einlösen von Meilensteinen. Also wenn ihr viel gelaufen seid, könnt ihr das eintauschen gegen Naniten. Super Deal auf jeden Fall. Ah, seht das mal, wenn wir ein Achievement machen, ne? Das können wir hier eintauschen. 1200 Nanit haben wir bekommen, Alter. Übelst geil. Was ist hier? Außerdem gibt es hier eine Fülle an Bauplänen freizuschalten. Von Materialsynthese bis zu Bauteilen für Basen und Schiff-Upgrades. Alles ist verfügbar. Sogar verschiedene Exofahrzeuge wie U-Boote oder Max können hier freigeschaltet und erweitert werden. Was gibt's hier bitte alles? Transportmodule. Tiefseekammer. Also wir können Unterwasserbase bauen. Also zusammengefasst, die Anomalie ist der Dreh- und Angelpunkt für alle Weltraumabenteurer und zugleich ein riesiges Einkaufsparadies. Ich sehe aktuell nur blau. Das ist alles Ozean, Alter. Das Ding ist, Leute, ich suche eigentlich einen wunderschönen Planeten, wo wir auch Wasser haben. Weil wir können ja auch Unterwasserbasis bauen.
Ich will jetzt mal gucken, ob es hier irgendwo noch ein bisschen mehr Land gibt oder ob das alles Ozean ist. Fliegen wir mal nach oben. Feindliche Schiffe nähern sich. Okay, ich habe eine Rakete gezündet. Was? Waren das alle? Nice, Leute! Okay, so langsam raff ich auch ein bisschen das Kampfsystem, ey. Es sieht so aus, als wäre da unten mehr Land. Ich will nur mal abchecken. Nee, hier ist überall Ozean. Hier ist ein Regenbogen. O'Neill heißt der Planet. Okay, unter Wasser ist schon einiges los, ne? Ich scanne halt einmal durch so. Wow, wow, wow. Der sieht böse aus. Nee, aber der ist auch grün. Ich glaube, wenn rote, grüne Symbole sind freundlich, oder? Durch den Verkauf gestrandeter Schiffe, den Handel mit Ressourcen und das Erforschen von Planeten habe ich mittlerweile ein kleines Vermögen von 8 Millionen Units angehäuft. Es ging also langsam voran und die erste große Investition in ein besseres Jägerschiff oder sogar in ein größeres Mutterschiff scheint nicht mehr allzu fern. Hyperantriebmodul. Ich hole das jetzt, Hyperantriebmodul. Was bringt das jetzt? Warpzelleneffizienz plus 100%. Und wir können 260 Lichtjahre weiterspringen. Gerüchte besagen, dass nur ein Sternsystem weiter ein schwarzes Loch sei. Als neugieriger Abenteurer wollte ich das natürlich sofort mit eigenen Augen sehen. Also unterbrach ich meine Suche nach einem idyllischen Heimatplaneten und wechselte in das nächste Sternsystem. Moment, bevor wir da jetzt reinfliegen... Boah, das sieht cool aus, das Sternsystem. Machen wir erstmal gesetzlose Station. Wir fliegen da mal hin. Ich würde halt gerne den Teleporter freischalten. Uiuiuiuiui, was geht hier ab? Das, meine Freunde, ist eine komplette Raumflotte samt Frachter. Das Schiff sieht auch cool aus. Ein solcher Frachter, wie ihr ihn auf der rechten Seite seht, können wir uns mit genug Units kaufen und fungiert quasi als Mutterschiff einer solchen Armada. Wow, wie krass. Sowas kann ich kaufen, oder wie? Doch heute sollte nicht der Tag sein, wo wir uns so einen Frachter kaufen. Besonders, weil meine Ansprüche sehr hoch sind. Ich habe dieses Schiff sogar näher inspiziert und mit dem Kapitän gesprochen. Es handelte sich zwar um einen Klasse-A-Frachter, der aber an einigen Stellen rostete und dringend überholt werden musste. Okay, aber gut zu wissen, dass wir was kaufen können, aber ich hole ihn nicht. Wild. Anstatt mich übers Ohr hauen zu lassen, entschloss ich noch schnell einen Abstecher zu der Raumstation hier in der Nähe zu machen. Und im Anschluss wollte ich mir das schwarze Loch näher anschauen. Die Raumstation hier in diesem System ist übrigens was ganz Besonderes, da sie von Piraten übernommen wurde. Sieht doch ein bisschen gefährlicher aus hier. Ist klar, dass die Gesetzlosen wieder rote LEDs benutzen, ne? Ach krass, das ist ja auch komplett anders aufgebaut. Ja, da ist der Teleporter. Hier kann man genauso wie in allen anderen Raumstationen ein kostenloses Exo-Anzug-Slot-Upgrade holen, aber es wird eine komplett andere Produktpalette angeboten, insbesondere Schmuggelware. Auch die Verbesserungsmodule hier haben keine feste Klassifizierung. Wenn man hier ein Modul kauft, zahlt man immer den gleichen Preis und das Modul kann schlechter als ein C-Klasse-Modul, aber auch deutlich besser als ein S-Klasse-Modul sein. Es ist quasi etwas Glücksspiel, sich hier Stuff zu kaufen, vor allem aber sollte man sich damit nicht erwischen lassen. Verdächtiges Scanner-Modul installieren? Ja, okay. Also wir haben halt Flora plus 8400% nochmal bekommen. So, Bewegungsmodul installieren. Plus 107% Jetpack-Tank. Das klingt gut. Cool, jetzt können wir doppelt so lange unseren Jetpack benutzen. Nachdem ich meine Ausrüstung etwas verbessert hatte, machte ich mich nun auf den Weg zum schwarzen Loch. Alter. Ich schätze mal, wir kommen jetzt einfach komplett woanders raus, oder? Wir sind komplett woanders. Ion-Yashi-System. Zurückgelegte Entfernung 864.000 Lichtjahre. Das klingt nach viel,
Angekommen im neuen Sternsystem besuchte ich schnell die Raumstation und stieß dort auf eine kleine Überraschung beim Händler für Multitool-Werkzeuge. Besser als was wir haben. Die hier sind extra geboostet und deswegen leuchten die. Geil, wie das sogar eine andere Hintergrundfarbe dann hat an der Stelle. Genau danach hatte ich gefragt. Hier haben wir plus 84% Hitzeverteilung. Natürlich wollte ich sofort unser neues Werkzeug testen und flog den nächstbesten Planeten an. Der sieht krass aus, der Planet, ey. Auch wieder kein Planet, wo ich leben will, aber ist mal was komplett anderes. Wow, wobei, wir haben jetzt 53.000 bekommen, dadurch. Yo, 53.000 durch den Baum. Der Minenlaser ist ja richtig gut. Bis zu 100 Schaden haben wir gemacht. Und das Ding ist nicht mal erhitzt oder so. Krass, viel, viel besser. Ja, wartet mal ab, wenn der überhitzt ist, ey. Dann bannern wir hier alles weg. So, jetzt hier 200 Schaden. Okay, das ist geil. Und guck mal, wie langsam das jetzt noch nach oben geht, der Balken. Wir können jetzt richtig lange in diesem Modus bleiben. Okay, hat sich safe gelohnt. Hat sich safe gelohnt, das Ding zu kaufen. So, kurz chillen. Und es geht auch viel langsamer runter, die Hitze. Das heißt, wir können besser den Hitzemodus beibehalten. Okay, das fühlt sich richtig gut an. Und das ist erst der Anfang, Leute. Ja, krass, also wir gehen mittlerweile für eine Blume oder einen Baum, den wir scannen, genauso viel wie für ein Tier. Wegen diesem illegalen Scanner-Upgrade, was wir haben. Direkt im Anschluss machte ich einen Abstecher zu einem unwirtlichen Planeten, der ironischerweise genauso kategorisiert war. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, dass wir dort unseren ersten treuen Begleiter finden würden. Trotz der Entdeckung und Analyse vieler hundert verschiedener Lebensformen war mir so etwas bis dahin noch nicht begegnet. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Pilz mit irgendwelchen Tentakeln oder so. Was ist das? Oh, ich will das tame. Wie geht das? Ich kann irgendwie aus Kohlenstoff diese Kugeln bauen. Kreaturenkugel. Wo ist es da? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert. Nahrung angeboten. Honig herausholen, als Begleiter übernehmen. Na, guck mal hier. An neuem Freund interessiert. Der gehört jetzt mir, Leute. Guck mal, er ist richtig glücklich. Fühlt sich traurig, der da. Hä, der hat jetzt einen Rucksack? Oh, es kommt ein Sturm. Er will Aufmerksamkeit. Sanft streicheln. Wow. Leckerli geben, reiben. Ich streichel dich nochmal. Okay, jetzt ist er glücklich. Wie geil ist das bitte? Reiten. Okay. Ich reite drauf. Ah, der Sturm geht los. Ich gehe erstmal mein Schiff. Ich hoffe, ihm passiert nichts. Wie wild ist das bitte, Mann? Okay, der Sturm ist ganz super unangenehm. Schaut mal hier. Ei induzieren. Trächtig. In 24 Stunden. Also man kann auch breeden irgendwie. Also das ist tatsächlich die abgefahrenste Kreatur, die ich bisher gesehen habe in dem Game. Wir waren nun ohne Pause viele, viele Tage und viele, viele Lichtjahre gereist. Also entschloss ich mich, zumindest für einen Tag zu unserem Stützpunkt zurückzukehren. Ich wollte meinem neuen Begleiter ja auch sein vorerst neues Zuhause zeigen. Auch wenn wir hier nicht mehr lange bleiben wollen. Uaristo, hier haben wir angefangen. Ja, krass, Mann. Da sind wir wieder. Scheint ihm zu gefallen. Oh, er ist erschöpft. Streicheln. Das sind die Handschuhe. Da brauchen wir aber noch chromatisches Metall. Können wir herstellen. Los geht's. Cool, dann können wir jetzt diese Leuchtedinger mal ausprobieren zu looten. Frostwurz, Frostkristall.
Kostristalle, Rini. Okay, wir können die anbauen, die Pflanzen, wenn wir wollen. Ich finde immer noch, dass dieser Planet wunderschön ist, aber es ist halt ein Eisplanet. Aber so für den Stützpunkt ist das schon ganz schön cool hier, muss ich sagen. Jetzt haben wir Frostkristalle bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das anbauen. Also wie wir das anpflanzen können. Ach krass, wir können das einfach von hier direkt reinwerfen und weiterverarbeiten. Sehr cool. Muss nicht immer erst hier draufdrücken. Ah, hier, Landwirtschaftsmodule. Ein in sich geschlossenes Entwicklungssystem für den Innenanbau von Nutzpflanzen. So, was ist das? Da kriegen wir Gravitino-Bälle. Die können wir verkaufen, ne? Probier ich einfach mal aus. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, 5 Stück haben wir jetzt gepflanzt. Wir können die ersten Leuchtekugelpflanzen platzieren. Ich weiß nicht mehr, wie viel Units so ein Ding gebracht hat, aber ich glaube so 30.000, 40.000 oder so. So, und jetzt brauchen wir mehr Silber. Das ist schon ganz schön cool. Ich mag das. Ist eigentlich ein hübscher Planet, ne? Aber gut, es regnet nicht. Wahrscheinlich regnet es hier die ganze Zeit. Aktiviertes Kupferansammlung. Geil. Der Planet ist eigentlich ganz schön so, ne? Aber na gut, regnet halt die ganze Zeit. Krass, wie viel die bringen, ey. Wow. Die sind ja riesig. Alter. Das sind bisher die größten, die wir gesehen haben. Einen ganz schön dicken Hintern, hä? Den würde ich gern tame. Ey, der Planet ist schon wirklich ganz schön cool. Aber hier, ich könnte mir vorstellen, hier einen zweiten Stützpunkt zu bauen, zumindest. So. Eisbegleiter übernehmen. Neue Kreatur adaptiert. Fes der Rabe. Sehr cool. Streicheln. Wie er mit dem Schwanz wackelt. Und Leckerli geben. So, dann lass mal schnell zur Base. Ist gerade unangenehm. Also, zum Schiff. Ja, die haben echt einen ganz schön dicken Hintern, Alter. Okay, der Sturm ist krass, Leute. Ich sollte mich, glaube ich, einbuddeln. Wir haben hier sogar einen kleinen Strand. Schaut mal. Oh Mann, es ist so schade, dass das Wasser braun ist. Machen wir hier so hin. Hätten wir. So. Okay. Und noch verkauft. Ah, der ist schon verbunden. Ah, ich verstehe. Wir müssen nur die Base mit Strom anbinden und dann wird alles automatisch weitergeleitet, insofern wir... Jo, hier gehen überall Kabel wahrscheinlich lang. Halt, wartet mal, das ist ein paradiesischer Planet. Bin jetzt sehr gespannt, wie der aussieht. Okay, rote Bäume. Grüner Untergrund, blauer Himmel, rot-weiße Bäume. Hm. Mit Regenbogen. Ich weiß noch nicht. Ich muss mal noch ein bisschen auf mich wirken lassen. Ich schau mal eben, ob ich hier eine Stelle mit Ozean finde. Das wäre noch wichtig. Oder ein See oder so. Wie steht ihr dazu? Hättet ihr euch auf diesem Planeten niedergelassen? Irgendetwas hat meiner Meinung nach gefehlt. Ich habe den Ort zwar markiert, um ihn später wiederzufinden, aber mein Drang nach Entdeckung war einfach zu groß. Ich war noch nicht bereit, mich auf einem Planeten für eine große Siedlung festzulegen. Irgendwo da draußen muss doch noch etwas sein. Irgendwas wartet noch auf mich.
Das Wort verbreitete sich langsam. Ein neuer Weltraumabenteurer sammelte immer mehr Units an und versuchte, auf einem Eisplaneten eine kleine Gravitino-Pflanzenfarm für mehr Reichtum aufzubauen. Alles für ein höheres Ziel. Dieser Geek hat etwas Überzeugendes an sich. Er soll sich bei mir wie zu Hause fühlen. Konstrukteure, Wissenschaftler, alle waren interessiert daran, sich meinen Stützpunkt anzuschließen, um mich zu unterstützen. Unser erstes Crewmitglied, Leute. Das ist der Anfang. Guck mal, hier ist jetzt schon eine kleine Leuchtkugel entstanden. Aber die sind noch nicht ausgewachsen. Hier können wir noch mehr pflanzen. Und wir haben kein Silber mehr. Hey, der links oben, der Planet sieht aber auch interessant aus. Oh, ich dachte kurz, dass die Pflanzen... Leuchten die? Boah, auch die Pilze, schaut mal. Das sind... Wow! Das sieht ein bisschen aus wie Aberration bei Ark oder so. In den darauffolgenden Tagen setzte ich mein Team weiter zusammen und beobachtete, wie die Gravitino-Pflanzen allmählich heranwuchsen. Gleichzeitig schloss ich auch erste Kontakte mit der gesetzlosen Fraktion. Ein anonymer Weltraumabenteurer gab mir den riskanten Auftrag, eine verlassene Basis zu infiltrieren und wichtige Daten zu extrahieren. Was er jedoch verschwieg, war die Tatsache, dass diese Basis von einer ganzen Horde Wächter bewacht wurde. Nicht bloß diese kleinen Drohnen, vor denen ich zu Beginn meiner Reise noch geflohen bin. Das waren ganz andere Kaliber. Zum Glück hatte ich in den letzten Tagen einige Fortschritte gemacht und mir in der Anomalie ein kleines Ass im Ärmel verschaffen können. Das bringt halt übelst wie Naniten, wenn wir das verkaufen, ne? Oh, Mac. Hätten wir? Oh, Stufe 5 kommt gleich. Oh, was ist das? Der ist größer als ich. Okay, ich bin nervös. Haben. Jo, Messer deaktiviert. Darf ich vorstellen, mein neuestes Spielzeug, ein Exominotaurus mit integriertem KI-Modul und ein, zwei äußerst nützlichen Gadgets. Kampfläufer gehören. Also spätestens jetzt hat sich der Mac doch übelst gelohnt, oder? Ja, und er sollte sich noch mehr lohnen. Neben guter Feuerkraft besitzt mein neuer Begleiter auch eingebaute Abbauwerkzeuge. Also er besitzt nicht nur sehr gute Feuerkraft, sondern ist auch hervorragend darin, Ressourcen und Erzvorkommen abzubauen. Okay, das geht relativ schnell. Wir machen 250 Schaden. Moment, wenn ich so abbaue... Ja, Alter, okay, wir bauen jetzt schon schneller ab als mit unserem Multitool. Krass. So, die Pflanzen sind ausgewachsen. Lass die mal looten. So, was ist jetzt eine so eine Kugel wert? 40.000 Units, eine Kugel. Alter, okay, also wir müssen richtig viele davon pflanzen. Dafür brauchen wir aber auch sehr viel Silber. Ja, hier sind Blitze, Leute. Also wenn das jetzt kein extremer Sturm ist, dann weiß ich auch nicht. Theoretisch kann ich jetzt ja auch aussteigen, ne? Da müsste der ja von alleine schießen. Geil, das ist cool. Ja, voll gut. Jetzt verbessern wir noch den Abbaulaser, indem wir einen Präzisionslaser hinzufügen als Modul. Gravitino-Bälle haben wir ja von unseren Blumen bekommen. So, scan. Oh, ist das gut, Mann. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie der ist zum Abbauen, Anna.
Das ist halt jetzt geil, dass wir jetzt in dem Safe sind, finde ich. Während dieser Sturm ist. Bohrer. Wunderbar. Das funktioniert, Leute. 50 haben wir schon. Krass. Wir hatten bereits die ersten Mitarbeiter an Bord, dazu einen leistungsstarken Exomech und mein Drang zur Entdeckung war stärker als je zuvor. Und auch meine Ausrüstung passte sich meinem Entdeckungsdrang immer weiter nach oben an. Unser Ruf eilte uns mittlerweile voraus, als der Abenteurer, der unaufgiebig nach dem schönsten Planeten sucht. Manche machten sich darüber lustig, andere hingegen waren davon so inspiriert, dass sie uns sogar die Führung ihres Mutterschiffs anboten. Mit Handzeichen heißt sie mich an Bord willkommen. Okay. Er gestikuliert in Richtung des Bedienfelds seines Frachters, als wollte er mir anbieten, das Kommando zu übernehmen. Checken den mal ab eben. Ist halt wirklich nur Klasse C. Das ist schon ganz schön schwach. Nee, auch die Optik gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. So, nein, den wollen wir nicht. Ach krass, wir können ja sogar rausgehen. Okay, das ist schon ganz schön cool. Ah, weil der hier so ein Schutzschild hat, deswegen kann ich hier raus. Okay, das ist schon ganz schön beeindruckend. Ey, von sowas habe ich bei Arvorion immer geträumt, ne? Okay, ich freue mich sehr auf unseren eigenen Frachter. Und wir hätten ihn haben können, aber wie gesagt, wir nehmen nicht das Erstbeste. Ey, dieses Schutzschild sieht so cool aus, Alter. Feier das. Mein treues, wenn auch immer noch spärlich ausgestattetes Raumschiff konnte mich aktuell nicht überall hinbringen, wohin ich wollte. So nutzte ich wirklich jede Gelegenheit, um in die entlegensten Sternsysteme zu reisen, so riskant und unbekannt sie auch sein mögen. Das war der Anfang von allem. Jetzt geht's erst los, oder was? Wollt ihr mich wirbeln? Also, da springt ja mein Stargate-Herz schon ein bisschen höher, muss ich sagen, ne? So ein Licht da nach oben und dann wieder runter. Oh, die sind süß. Cool, der hat diesmal den Rucksack auf dem Bauch. Na, er freut sich richtig. Ja, okay, also zum Reiten ist er nicht so gut geeignet. Aber er ist sehr glücklich, ein kleiner Wanderer. So. Dann bin ich mal gespannt jetzt, wo wir jetzt sind. Eine Obsidianperle. Okay, das will ich mir angucken. Hier gibt's übrigens Cadmium auf dem Planeten. Brauchen wir das nicht für irgendwas Wichtiges? Das sieht wild aus. Das sieht richtig wild aus. Der sieht krass aus, Leute. Okay, wir haben hier auch ein, zwei Vulkane. Okay, hier, den checke ich mal ganz kurz ab. Sowas haben wir noch gar nicht gesehen bisher. Wie heiß ist es hier? Geht eigentlich, 64 Grad. Aber irgendwie sind hier leichte vulkanische Aktivitäten, habe ich das Gefühl. Das sind irgendwelche Würmer oder so. So, da hinten ist Cadmium. Erste Mal, dass wir Cadmium eingesammelt haben. Ey, das sieht aber irgendwie schon wieder ganz schön cool aus hier, muss ich sagen. Ich habe hier einige tausend Einheiten Cadmium gesammelt. Das ist eine essentielle Ressource, besonders für die Herstellung fortgeschrittener Hyperraumantriebe. Mit diesen Antrieben können wir Sternsysteme bereisen, die bisher mit unserem Schiff unerreichbar waren. Ich ging immer um. Na doch, ging immer um. Okay, nicht zu tief. Kann ich eigentlich ins Wasser reinfliegen? Ne,
geht nicht. Ich plante, mein passives Einkommen durch den Verkauf von Gravitino-Bällen weiter zu steigern. Doch dafür brauchte ich vor allem eine Ressource, Silber, die aktuell äußerst selten war. Deswegen habe ich für mein Schiff einen Phasenstrahler gekauft, welcher am besten geeignet ist, um Asteroiden abzubauen, welche unter anderem auch sehr viel Silber enthalten können. Ein Geek auf einer Raumfahrtstation gab mir übrigens den Tipp, ich solle einfach eine Asteroidenausschau halten, welche die Form einer Kartoffel haben und sich am Rand von den restlichen Asteroidenhaufen befinden. Ja, und das hat sehr gut funktioniert. Hey, aber das lohnt sich schon übelst, Leute. 60 Silber, 70 Silber wieder. Der Phasenstrahler erwies sich auch im Kampf als äußerst nützlich. Er entzog nämlich den feindlichen Schiffen ihre Schilde und übertrug sie auf unser eigenes Schiff. Krass, mein Schild ist wieder voll. Richtig gut. Okay, Phasenstrahler rockt. So, was ist der nächste? Dann Batterie, die muss bestimmt in der Base sein, oder? Ne, die dürfen wir auch draußen machen. Großer Hydrokulturtrog, den haben wir gerade freigeschaltet. Der ist wirklich groß. Okay. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir Ferrit. Und wahrscheinlich würde ich mit dem Mac eben mal noch ein bisschen Ferrit fahren gehen. Hey, das ist viel effektiver. Das ist ja viel, viel effektiver. Alter, 500. Also ich muss sagen, der Mac gefällt mir schon sehr, sehr gut. Vor allem, wenn wir auch unfassbar viel Platz in dem Mac haben. Das ist schon cool. Ich habe so das Gefühl, Mac ist so ein schöner Allrounder irgendwie. Bumm. Bumm, bumm, bumm. Bumm. Puff. Ey, jetzt ist die Base langsam ein bisschen zu klein, hä? Hier können wir noch. Okay. Es ist irgendwie komplett wild, Alter. Da. 1, 2, 3, 6. Mehr geht nicht, wir haben kein Silber mehr. Okay. So, wir haben jetzt immerhin 4, 8, 12, 14. Das heißt, wenn die ausgewachsen sind, kriegen wir 14 mal 40.000 Units. So, jetzt brauchen wir mehr Silber. Let's go. Bam. Bam. Gut, jetzt haben wir 4 mal 4. Ich brauche ein besseres Schiff. Ich glaube, das war's. Okay. Hinten ist Emerie. So, erst mal Emerie. Geil, dann können wir jetzt den letzten Antrieb machen. Ich habe das Gefühl, dass der Mac unser Schiff kaputt macht. Ah, sieht das schön aus. Ich bin fast dafür, dass wir hier mal eine zweite Etage ransetzen. Okay, Nemo-Modus bauen ist deutlich angenehmer. Ich bin fertig. Ey, das sieht aber cool aus. Die Solarpanels. Mag die. Nice. Und
Unsere Reise der Entdeckung setzte sich fort. Fast hätte ich einen hyperboreischen Planeten übersehen und wäre beinahe vorbeigeflogen. Glücklicherweise siegte meine Neugier und ich entschied mich für einen zweiten Blick. Denn was dieser Planet für mich bereithielt, konnte mich nicht glücklicher machen. Ich will nur mal ganz kurz landen und schauen, welche Temperatur wir hier haben. Alter, hier sind so... vielleicht sollte ich doch gerade nicht landen. Ey, aber könnte das ein Planet sein mit Sturmkristallen, Leute? Sturmkristalle sind äußerst selten und finden sich nur auf Planeten mit aktivem Erzvorkommen, was schon an sich nicht sehr häufig vorkommt. Zudem müssen extreme Wetterbedingungen herrschen, begleitet von heftigen Stürmen. Okay, schnell! Juden! Ich habe keine Ahnung, wie lange ich es jetzt hier aushalte. Wo ist mein Mac? Kannst du ihn bitte ranholen? Ja. Ein einziger Sturmkristall kann bis zu 250.000 Units wert sein, was einen enormen Schub für unser Vermögen bedeuten würde. Okay, wir müssen die Dinger einsammeln. Ey, hier werde ich ja sowas von der Base bauen. Oh, ich verliere übelst Leben, Leute. Ey, das ist der erste Planet, wo wir Sturmkristalle finden. Das ist krass, weil die sind richtig viel wert und die brauchen wir für voll den krassen Stuff und so. Aber wir müssen Kälteresistenz-Dings finden. Ey, yo, wir suchen schon seit Ewigkeiten nach so einem Planeten. Luden. Ey, gut, dass ich den Mac hab. Der Mac ist so gut, Leute. Und das ist nur eine Knolle. Oh nee, der Sturm ist vorbei, oder? Ja. Okay, Leute, wir bauen ja sowas von einem Stützpunkt hier auf dem Planeten. Wir haben 7 Stück gefarmt. Das sind 1,5 Millionen Units, Alter. Und ich war wirklich jetzt gerade nicht so der effektive Gamer. Stimmt, der Mac kann auch looten. Ja, ich sag ja, ich war gerade nicht so der effektive Gamer. Haben wir ein Kälteschutzmodul drinne? Nee, ne? Das hat man voll gemerkt, ey. Ey, krass, okay, aber ich freue mich gerade übelst. Wir suchen uns jetzt eine schöne Stelle raus und bauen einen Stützpunkt. Also dieser Planet hier ist quasi die gefährliche Version von unserem Schneeplanet, wo wir aktuell leben. Ey, wisst ihr, was ich mache? Ich suche mir die höchste Stelle aus auf dem Planeten. Also irgendwie von so einem Berg. Und da bauen wir eine Base. Yo, Blizzard! Okay, ich bin bereit. Yo, let's go. Also wir haben jetzt nochmal 2,5 Units gemacht oder so. 2,5 Millionen Units haben wir gemacht. So. Bahnsprung. Man sieht ja gar nichts außer krasse Sturmwolken, aber egal. Okay, wir bauen erstmal sowas hier. So. Alter. Ich hoffe, der kann nicht kaputt gehen, ey. Falls ja, dann geht er jetzt kaputt. Weil es geht nur noch nach unten. Okay, alles gut. Weil das war gerade bestimmt so 3 Kilometer, die wir runtergefallen sind. Boah, sieht das schön aus. Guck mal. Das ist jetzt ja so leicht rosa oder so. Warum auch immer. Aber das sieht ja mal genial aus. Wenn wir jetzt hier Katalog gehen, war das bei Wunder? Ja genau, Planetenaufzeichnung. Das sind die ganzen extremsten Planeten, je nach Kategorie. Das finde ich so cool, die Übersicht. Höchste Temperatur, 150 Grad, Ritak. Das ist glaube ich der Regenplanet. Niedrigste Temperatur, das ist da, wo wir gerade sind. Höchster Gipfel, das müsste auch der hier sein. Yo, 3600 Units. Hier auch noch, am unwirtlichsten. Mich macht das so glücklich, dass er auch bei Nacht cool aussieht. Hammer.
hier. Sehr geil. So, wir haben Strom. ...9,7 Millionen Units kriegen wir dafür. Bam. So, 34 Millionen. Also wie gesagt, man bräuchte jetzt nur noch irgendwas, dass das automatisch gefarmt wird, ey. Das wäre geil. Ja, 1,8 Millionen nochmal. Mit einem großartigen Spot für Sturmkristalle und unserer florierenden Gravitino-Farm war es endlich an der Zeit, ein deutlich besseres Schiff zu erwerben. Ich habe speziell in wirtschaftlich starken Sternsystemen gesucht, da dort die Chance auf hochrangige Raumschiffe am größten ist. Oh, das sieht geil aus. Ah. Das ist halt in allen Belangen besser als mein Schiff, ne? Moment, Optik. Ja, das Schiff sieht geil aus, ey. So. Okay, wir haben unser erstes Schiff gekauft. Ich glaub's ja nicht. Ist zwar nur A-Klasse, aber es ist ein Solarsegler, der geil aussieht. Komplett weiß. Installieren. So, schön. Also, wir haben jetzt ein Schadenspotenzial von 375, Schildstärke 260, Hyperantriebreichweite 853, Manövrierfähigkeit 600. Bin ja ein bisschen aufgeregt. Das ist ja übelst geil! Ich feier das. So, was machen wir jetzt damit? Wir erkunden weiter. Ich muss mal eben auf einen Planeten runter, ich will das eben abchecken. Was ist das denn bitte für ein Planet, Alter? Gibt's überhaupt einen Boden? Ja gut, vielleicht würde ich nicht ausgerechnet den Planeten... Oh, Sturmkristalle! Oh, ein Regenbogen, ja, ist klar. Wie lange halte ich denn hier aus? Häufige Partikeleruption. Okay, es ist super, super, super unangenehm hier. Aber ein schöner Regenbogen auf jeden Fall. Ich flieg mal wieder weg hier. Tschö. War schön hier. Ja, da bevorzuge ich doch meinen neuen Eisplanet, um Sturmkristalle zu farmen. Unsere Gravitino-Bälle sind alle gewachsen. Ich bin halt echt geneigt, das irgendwie noch weiter auszubauen, den Stuff hier, ne? Um meinen Gravitino-Pflanzenbedarf gerecht zu werden, entschied ich mich, das bestehende Gebäude um einen zusätzlichen Bereich zu erweitern. Mit ein oder zwei Stockwerken mehr konnte ich mehr Platz schaffen und somit mein passives Einkommen noch weiter steigern. Ich glaube, die Treppen mache ich dann sogar hier hoch, also nach außen. Das würde auch cool aussehen. Gucken, wie lange das Glas reicht, ey. Hier die Treppen hochbauen. So. Und so. Und dann nehmen wir das hier weg. Dann können wir nämlich hier ein bisschen runter gucken, was cool ist. Auch. Hier würde ich lassen. Den nehmen wir weg. Hier platzieren wir mal wieder. Nach einigen Stunden harter Arbeit und Planung konnte ich schließlich den neuen Bereich in Betrieb nehmen und meine Farm vergrößern. Gucken, wie viel Geld, keine Ahnung. Also Silber haben wir ziemlich viel.
eigentlich. Aller 10 Gravitino-Pflanzen machen wir 400.000 Units mehr alle 2 Stunden. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 28 mal 4. Oder? Also ich glaube, wir haben 112 Gravitino-Blumen gepflanzt. Das heißt, wenn wir ernten, machen wir... Strom ist alle. Also wenn der Strom durchläuft, 112 mal 40.000. 4,5 Millionen Units machen wir alle 2 Stunden passiv. So, aber wir müssen noch Solarpanels bauen. Moment, Schiff. Und dann noch ein Schiff. Schön. Gerade als ich mich mit meinem neuen Solarschiff etwas eingeflogen hatte, stießen wir auf eine Handelsflotte, die von einer Horde Piraten attackiert wurde. Oh. Okay, Leute. Piratenkampf. Es war die perfekte Gelegenheit, um unser neues Schiff im Kampf zu testen. Und ja, wir suchen immer noch nach einem geeigneten Frachter, um unsere eigene Flotte aufzubauen. Vielleicht hatten wir ja diesmal Glück. Eins noch? Okay, wir haben's. Jetzt bin ich ja gespannt, Leute. Also der Frachter sieht... Der sieht richtig geil aus, ey. Also wenn der... Oh, bitte sei A oder höher. Der gefällt mir richtig gut von der Optik, glaube ich. Check den mal von hinten ab. Yo. Ey, vielleicht nehme ich den sogar, wenn das ein C ist. Keine Ahnung. Die Optik finde ich richtig gut. Okay, Leute. Ich scanne jetzt gleich. Da kommt der Moment der Wahrheit. S! Ah! S34 plus 20! Ich krieg feuchte Augen, Alter. Ja, da ist mein Herz schon etwas höher gesprungen. Und er sieht geil aus, Alter. Wo ist der Kapitän? Ein S-Klasse-Frachter kostenlos zu bekommen war wirklich ein großer, großer Glücksfall. Und dazu sah er auch noch verdammt gut aus. Frachter inspizieren. Hier nicht drauf drücken. Inspizieren. S-Lasse. Und wir können ja die Farbe... Oh, sieht ja cool aus, Mann. Wir müssen noch die Farbe ändern. Okay, Frachter beanspruchen. So. Haben. So, schnell irgendwo speichern oder so. Speicher. Flotte verwalten. Okay, der hat eine Expedition für uns vorbereitet. Wir brauchen aber einen flotten Kommandoraum. Ich habe schon angefangen, Gravitino-Bälle zu pflanzen, nur für mich. Das ist ja nett. Hä? Wieso habe ich jetzt alle auf einmal? Alle entfernen! Ich liebe den Frachter. Wir müssen die Farbe noch ändern. Ah, so jetzt raff ich's. Das können wir jetzt einfach hier so reinsetzen. Wir können da aber hier bestimmt auch einen Gang bauen oder so, oder? Und da muss ich bestimmt die Blueprints freischalten. Ah, okay, dann lasst mal hier... Ich bin echt gespannt, wie viel Platz wir jetzt hier auch haben. Oh, ist das cool! Wie weit kann ich das machen? Jetzt wirkt es aber so, als wären wir draußen. Okay, also... ja, ich habe schon mal einen Gang gebaut. So, Flottenkommandoraum. Machen wir es mal hier hin. So. Expedition ansehen. Expeditionen werden mit Fregatten durchgeführt und laufen parallel ab. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten wir wertvolle Ausrüstung, Units und das ist das Wichtigste, Baupläne, um unseren Frachter weiter auszubauen. Ein Beispiel hierfür ist ein Teleporter für den Frachter, mit dem wir Ressourcen direkt von unserem Rucksack auf der Planetenoberfläche hoch nach oben in den Frachter teleportieren können. Aber das ist noch lange nicht alles. Okay, also es gibt nochmal ein Skilltree für den Frachter. So, aber hier ist es nichts mit Farben oder so. Oh. Ach du.
Okay, 5000 Aniden und wir machen das Ding komplett schwarz, Alter. Aber jetzt noch nicht. Basisteile, Upgrades, Aussehen anpassen. Also das Schiff sieht cool aus, ich mag das. Aber ich würde das halt gerne wahrscheinlich entweder komplett weiß oder schwarz machen oder so. Wissenschaftsspezialistenraum. Ah, ist das der Typ aus meiner Base? Also, dieses Schiff, das gehört jetzt zu uns. So, und das ist jetzt ein S-Klasse-Schiff, das ist das Beste, was geht. Und es sieht einfach mal in meinen Augen sehr, sehr cool aus. Also ich find's von der Optik ziemlich geil. Ich bin richtig glücklich darüber. So, lass mal eben gucken, ob wir jetzt hier einfach Schiffe anwerben können von anderen Flotten. Ja, wir haben jetzt überall Symbole. Fregatte, Frachter. Zwei Millionen Units. Das ist ein Handelsspezialist. Okay, akzeptieren. Das ist ein Handelsclipper, aber B. Das ist zu teuer. Wir holen jetzt nur C und leveln die dann hoch. Hier haben wir ein Unterstützungsschiff C. So, ja, ich würde mal sagen, wir warten auf die nächste Flotte. So, Frachter rufen. Ist wahrscheinlich zu nah an dem anderen dran. So, jetzt hier würde gehen. Okay, da ist er. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen ja noch die zwei Schiffe kommen, die wir gerade geholt haben. Mein Admiral des Schiffs gab mir den Hinweis, dass wir versuchen sollten, dissonante Sternsysteme anzufliegen, weil dort eine hohe Chance besteht, gestrandete Wächter-Jägerschiffe zu bergen. Keine Ahnung, ob er mein Solarschiff von der Optik nicht mochte, aber da Wächter-Jägerschiffe sehr stark sein sollen, bin ich dem Rat gefolgt. Also habe ich einen Planeten mit Dissonanzen aufgesucht, dort ein paar korrupte Wächter erledigt und dann ein Dissonanzsignal aufgespürt, wo das gestrandete Wächterschiff lag. Da ist ja wirklich ein Schiff. Atlas Feuer K. Das sieht geil aus, Leute. C. Okay. Die Ressourcen, um das Schiff zu reparieren, fanden sich alle in der Nähe irgendwo auf dem Planeten. Jo, beanspruchen. So, gehört jetzt auch uns. Und weg hier. Wow. Okay, gegen einen können wir mal kämpfen. Einfach mal zum Gucken, wie es jetzt ist und wo gleich. Wow, wie schnell die Schilde runtergehen. Was haben wir denn noch für Waffen? Okay, wir geben einfach. Auch wenn das Schiff nur Klasse C war, erwies es sich als deutlich stärker als mein Solarschiff. Da mir die Optik noch nicht zu 100% gefiel, insbesondere die Farbgebung, beschloss ich, ein anderes Sternsystem mit dissonanten Planeten aufzusuchen. Wüstenplanet? Vielleicht ist er nicht ganz so ungemütlich. Wie gesagt, jedes System beherbergt Schiffe mit anderem Design und einer anderen festen Farbgebung. Wie geil! Da ist mein Frachter! Da! Okay, das ist cool. Ey, yo, und wenn wir dann das Upgrade von dem Frachter haben, dass wir Ressourcen hin teleportieren können, dann können wir das machen. Und wir sehen den am Horizont. Moment, ich will mal gucken, ob wir den noch näher ranholen. Jo, wir können den auch hier hin. Okay, das ist cool, Mann. Es könnte sein, dass das Video ist, wo ich am meisten sage, das ist cool. Oder was ist das, bitte? Kann sein, dass hier viele Tiere leben? Bitte sei gut. Weiß, orange, schwarz. B, okay. Bahnsprung, Zusammlung hinzufügen. Let's go. Das neue Frachtschiff eröffnet uns außerdem die Option, ein Jägergeschwader zu gründen. Die perfekte Konstellation wären S-Klasse-Piloten mit erstklassigen Jägerschiffen. Diese Truppe könnte mir bei Bedarf unabhängig von der Flotte zu Hilfe eilen, etwa während eines Dogfights gegen Piraten. Das ist jetzt hier das eine Sentinel-Schiff, das können wir theoretisch verschrotten. Dieses Schiff hingegen könnten wir eigentlich einem Crewmitglied geben. Das ist so hübsch.
Lebensform zum Geschwader rekrutieren. S. Pilot und Schiff zum Geschwader hinzufügen. Okay. Aber wir haben schon eine stattliche Flotte mittlerweile, guck mal. Wir haben schon einige Schiffe angestellt. Aber da sind auch viele von den Expeditionen wieder da. Was für eine Reise. Von einem schwachen Multitool-Werkzeug zu einem kleinen Geschwader an Jägerschiffen, darunter ein mächtiges Sentinel-Jägerschiff und sogar eine Art kleine Armada mit einem beeindruckenden Mutterschiff. Wir haben den ersten Piloten für unser Team rekrutiert und aus einer bescheidenen Notunterkunft eine stattliche Gravitino-Farm entwickelt, die uns ein solides, passives Einkommen sichern wird. So, und jeder kriegt jetzt als Belohnung, weil er zu meiner Crew gehört, kostenlos eine Kugel Gravitino-Ball. Oder so ähnlich. Yo, das ist unser Kollege. Den wir gerade rekrutiert haben. Ja, der folgt uns jetzt. Das ist ja cool, Alter. Wie viel kann man haben? Ich stell mir gerade vor, wenn man so 10, 20 Stück davon hätte, wie cool das wäre, Alter. Meine ersten 100 Tage in No Man's Sky waren überwältigend. Trotzdem sind viele Pläne noch nicht verwirklicht worden und irgendwie fühlt es sich immer noch an wie der Anfang unserer Reise. Aber der Grundstein ist nun wirklich gelegt. Nicht nur um den gesamten Weltraum zu entdecken und den schönsten Planeten zu finden, sondern den Weltraum auch zu erobern. Das aber, meine Freunde, ist Teil einer anderen Geschichte. So Leute, ich habe mal hier die Insights von dem 100 Tage Icarus Video reingehauen. Natürlich sind noch andere Faktoren super wichtig, aber auch dank eurer zahlreichen Kommentare ist das Video nicht gestorben. Es lief nämlich wirklich am Anfang richtig schlecht, aber es konnte Step by Step Leute auf YouTube erreichen, eben auch aufgrund des vielen Feedbacks und der Bewertung. Also, wenn euch mein No Man's Sky Video hier gefallen hat, ballert Feedback raus, was das Zeug hält. Und denkt an den Daumen. Übrigens, falls ihr mein 100 Tage Icarus Video noch nicht gesehen haben solltet, würde ich euch das noch gerne ans Herz legen. Da steckt mindestens genauso viel Arbeit drin wie in diesem Video. Und es ist ein ganz eigenes Abenteuer in einem ebenso tollen Spiel. Und lasst mir auch gerne Feedback da, zu welchem Game ich als nächstes so ein 100 Tage Video machen soll. Wobei ich auch weitere 100 Tage No Man's Sky sehr große Lust hätte. Und genauso wollte ich irgendwann auch bei Icarus nochmal reingehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Macht's gut. Euer Beam.